Oft habe ich Bock, mit meiner Harley zu fahren. Frag Kumpels, habt ihr Lust, eine Runde zu drehen? Oft kommt die Antwort, keine Zeit, keine Lust, etc. Immer ist irgendwas. Und dann fährt man einfach kein Motorrad. Und wenn man mal fährt, fährt man meistens irgendwie seine eigene Hausstrecke und dreht seine Runde, bläst den Kopf etwas frei, kommt wieder zu Hause an und alles ist gut. Aber ich habe jetzt etwas gefunden, was eine Aufgabe ist, die man quasi erfüllen kann. Und welche Aufgabe das ist und welche Herausforderungen es dabei gibt, das erzähle ich dir in diesem Video. Und damit herzlich willkommen an alle Harley-Freunde und alle, die neu auf meinem Kanal sind. Die können gerne auch ein Abo hinterlassen und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auf jeden Fall kein Harley-Video mehr. Und ich würde sagen, wir steigen ein direkt in das Thema. Wie kann ich mich animieren, eine Tour zu fahren, beziehungsweise nicht immer die gleiche Tour zu fahren, sondern auch mal andere Strecken zu fahren und dabei auch noch eine Herausforderung abzuschließen, wo ich dann auch quasi etwas noch bekomme dafür. Und das erzähle ich dir jetzt. Und zwar, ich habe vor kurzem, habe ich euch doch erzählt, es gibt von Harley Davidson die HD-App. Da haben wir doch den Rückruf für verschiedenste Software-Modelle angesprochen. Das Video kann ich gerne auch noch mal oben verlinken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und vielleicht ist ja euer Motorrad auch, was dieses Sicherheitsproblem angeht, auch betroffen. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall dieses Video angucken und abchecken, was da passiert ist. Und ansonsten würde ich jetzt noch mal in diese App einsteigen. Und zwar, nach diesem Sicherheitsproblem habe ich ja auch für mich das erste Mal diese App installiert und habe dann ein bisschen angefangen, diese App zu durchforsten und bin dann halt auf eine Sache gestoßen, die mir sehr gut gefallen hat. Und zwar gibt es halt unten Rubriken. Der erste Reiter ist quasi so eine Übersicht über Veranstaltungen, die Harley macht, die demnächst anstehen. Dann eine Übersicht über deine Motorräder sind dort auf dem ersten Reiter. Dann gibt es dort Streckenempfehlungen von Harley, die man abfahren kann, die in deiner Umgebung sind und so weiter. Der zweite Punkt wäre dein Profil, wo quasi deine persönlichen Daten hinterlegt sind, dein Motorrad und deine Harley-Dealer in deiner Umgebung. Der dritte Punkt wäre eine Navigationssoftware, wo du quasi eine Tour planen kannst und aber auch einfach deine Tour aufzeichnest. Quasi du fährst los, startest die Aufzeichnung und wenn du wieder zu Hause angekommen bist, beendest du die Aufzeichnung. Er speichert dir deine ganze Tour und die kannst du dann auch wieder abfahren, wenn es dir gefallen hat, oder vielleicht auch anderen Leuten zur Verfügung stellen. Und der vierte Punkt, das ist ein Pokal, der unten zu sehen ist in dem Reiter. Und der hat mich auch ein bisschen neugierig gemacht, was es dort zu sehen gibt. Und zwar gibt es dort Challenges, Herausforderungen, beziehungsweise Fahrherausforderungen. Und Harley Davidson macht jeden Monat Fahrherausforderungen. Und dann bin ich neugierig geworden, habe gesehen, es gibt eine September Riding Challenge. Und die Aufgabe, die dort besteht, ist, dass du im September 400 Meilen fährst. Das sind 644 Kilometer. Und 4 Check-ins bei Harley-Dealern durchführst. Und wenn du diese Herausforderung abschließt, kriegst du eine digitale Münze. Finde ich eigentlich ganz cool. Und ich sag mal, die Herausforderungen selbst sind jetzt gar nicht so groß, um diese abzuschließen. Also ich habe jetzt auch mal die vergangenen mir angeguckt. Und zwar sieht es dann so aus, dass du zwischen, ja, ich sag mal so, 650 Kilometer bis 1000 Kilometer fahren musst und zwischen 4 und 5 Check-ins bei Dealern machen musst. Das sollte jetzt nicht wirklich eine große Herausforderung sein, das zu schaffen, wenn man gerne Motorrad fährt. Und das kann dich auch animieren, quasi dann halt doch nochmal aufs Bike zu steigen und sagen, komm, mir fehlt jetzt quasi noch ein Check-in, den mache ich jetzt einfach mal am Samstag. Ich fahre zu meinem Dealer, checke dort ein. Wie gesagt, im Anschluss hast du dann halt quasi noch diese digitale Münze gewonnen. Und die sehen ganz cool aus. Und irgendwann hast du dann, was weiß ich, so eine Art Trophäen, die du eingesammelt hast im Laufe der Jahre. Das gefällt mir richtig cool und das animiert mich tatsächlich, doch mehr zu fahren, als ich es ursprünglich gemacht habe. Auch wenn ich jetzt alleine unterwegs bin. Heute ist Sonntag zum Beispiel. Ich werde jetzt 2 Dealer in meiner Nähe werde ich abfahren. Ich bin jetzt gerade zu dem Dealer nach Hagen. Ich werde dorthin fahren. Heute ist Sonntag. Der Laden ist zwar zu, macht aber nichts. Ich werde dahin fahren, mache meinen Check-in. So, Freunde, wir haben unser Ziel erreicht. Check-in, toll. Sie sind dabei. Check-in wurde angewendet auf Fahrerherausforderung.
4 Check-ins brauche ich insgesamt. Kilometer 256, 2 Check-ins habe ich gemacht. Jetzt muss ich noch ein bisschen fahren. Okay, nächstes Mal fahre ich Richtung Carmen zu meinem Dealer, wo ich immer hingehe. Das ist Harley Pfeiffer. Mach dort auch ein Check-in, dann habe ich schon 3 Check-ins, kilometermäßig fehlt mir dann auch nur noch ein bisschen. Und im Laufe der nächsten Woche werde ich noch den letzten Check-in machen und habe mir meine Münze verdient. So viel zu diesen Riding-Challenges. Ich finde das richtig cool. Was denkst du? Hast du vielleicht andere Ideen, wie man sich animieren kann, öfters sich auf das Motorrad zu setzen? Oder findest du die Idee auch richtig cool? Schreib es einfach in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's alle gut. Ciao.